Und ich begrüße jetzt Jochen Kopelke, den Bundesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei. Guten Morgen. Schönen guten Tag, frohes neues Jahr. Ihnen auch. Herr Kopelke, was wissen Sie darüber, was sich in der Silvesternacht in Berlin zugetragen hat? Na, zum einen ist es so, dass alle im Internet die schrecklichen Videos angucken können. Es gibt Szenen, wo Polizeibeschäftigte mit Raketen beschossen werden, die Raketen an den Uniformen zerplatzen und teilweise in Brand geraten. Es gibt Szenen, wo in leere Polizeifahrzeuge geschossen wird mit einer Schreckschusswaffe. Das sind ganz bestürzende Bilder und sie sind nicht nur in Berlin, sondern auch in anderen Ballungszentren, Großstädten zu erkennen. Ja, dass Chaoten mit Feuerwerkskörpern auf andere Menschen schießen, das kennen wir in der Tat auch aus anderen Städten und von anderen Gelegenheiten. Aber das, was wir im Beitrag gesehen haben und was Sie gerade geschildert haben, hat doch eine neue Qualität. Haben Sie eine Erklärung für diese Eskalation? Ja, leider kennen wir diese Szenarien auch im Kontext von anderen Einsatzsituationen. Eine Erklärung: Wir haben frühzeitig als Gewerkschaft der Polizei gemahnt und gesagt, reduziert den Verkauf und den Zugang von legalem Feuerwerk. Wir können uns das auch erklären, dass es nach Corona einen unglaublichen Druck zum Feiern für gruppendynamische Prozesse gibt. All das zeichnete sich im Jahr schon ab und hat auch mit den Einschränkungen der Corona-Pandemie zu tun. Ja, ich komme gerne gleich noch im Laufe dieses Gesprächs darauf zurück, dass Sie gerne den Verkauf von Feuerwerken einschränken würden. Aber ich würde doch noch ein bisschen gerne nachbohren zu den Ursachen. Sind das jetzt einfach Chaoten oder sind das gezielte Angriffe auf Polizei und Feuerwehr, also gezielte Angriffe auf die Organe des Staates? Beides ist der Fall. Wir haben in den östlichen Bundesländern Hinterhalte erlebt, Barrikadenaufbau, das spricht für etwas Geplantes. Wir haben in Berlin Szenarien erlebt, wo gezielt Rettungskräfte in Hinterhalte gelockt werden. Das ist kein Affekt, das ist nicht mal ebenso organisiert und durchgeführt. Das sind gezielte Angriffe und die erschrecken sehr und die machen uns Polizeibeschäftigten auch sehr betroffen. Gut, jetzt haben Sie ja schon angedeutet, dass Sie ein Böllerverbot fordern. Warum? Das Böllerverbot ist fast jedes Jahr in der Diskussion. Die Innenministerkonferenz beschäftigte sich in der Vergangenheit mal mehr, mal weniger mit dem Sprengstoffgesetz. Hier muss nachgebessert werden. Über ein Verbot lässt sich mindestens die Verfügbarkeit von legalem Feuerwerk einschränken und reduzieren und auch bestimmte Klassen vielleicht nur noch in den Umlauf bringen, die weniger gefährlich bis gar nicht gefährlich sind. Das heißt, das Verbot muss gesetzlich standhalten, dass nicht mehr jeder und jede Zugang hat und damit machen kann, was sie will. Feuerwerk gehört in die Hände von Profis, von Pyrotechnikerinnen, die gelernt und trainiert sind und die schöne Bilder erzeugen und nicht das, was wir erlebt haben. Aber ist es denn wirklich sinnvoll, alle zu bestrafen, die feiern wollen, nur weil man mit einzelnen Gewalttätern nicht zurechtkommt? Alle bestrafen, das würde ich so gar nicht sehen. Das ist ja die Frage, was effektiv tatsächlich Wirkung entfaltet. Und ich sage Ihnen, wir erleben in vielen Bereichen einen wirklichen Wildwuchs von Gesetzgebung in Bund und Land. Es ist für viele teilweise nicht mehr nachvollziehbar, was ist erlaubt, was ist verboten. Es gibt ein Wirrwarr an Regeln und Ordnung, das muss aufgelöst werden. Es braucht bundeseinheitliche Gesetzgebung und klare Spielregeln, auch wenn es um Pyrotechnik geht. Das reicht nicht mehr, das hat diese Silvesternacht gezeigt. Okay, ein Verbot von Böllern ist das eine, aber generell sprechen wir hier über Angriffe auf Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Tut denn der Staat insgesamt genug, um seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei Polizei und Feuerwehr zu schützen? Die Dienstherren in Bund und Land sind ja einzeln aufgefordert, den besten Schutz zu ermöglichen, also die beste Ausrüstung zur Verfügung zu stellen. Das ist nicht der Fall. Der Dienstherr ist aufgefordert, uns Ruhephasen, Kuren, Erholungsmöglichkeiten zu geben. Das ist nicht der Fall. Aus- und Fortbildung ist massiv runtergefahren worden im Polizeibereich und bei den Ländern im Bund, auch bei der Bundespolizei. Das muss sich ändern, weil der gesetzliche Auftrag für Innenministerinnen und Innenminister ist die Fürsorge für Beschäftigte, für Polizei und Feuerwehr.
Da muss nachgebessert werden, damit wir nicht noch mehr Verletzte erleben und die Verletzten viel schneller wieder aktiv in den Dienst kommen und sie geschützt und abgesichert sind, auch ihre Familien. Herzlichen Dank. Das war der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jochen Kopelke. Dankeschön.